kennst sie. Du siehst sie. Du willst sie. Du willst geliebt werden. Du willst sie lieben und mit ihr zusammen sein. Aber warum passiert das nie? In diesem Video erfährst du, was der Nummer 1 Grund ist, warum Menschen nicht zusammenkommen und warum du wahrscheinlich schon etliche Situationen hast ziehen lassen. Bleib dran. Wenn du eine Frau magst und sie mag dich auch, dann kann etwas passieren, was ich an meinem eigenen Leib schon zu schmerzhaft erfahren habe und immer wieder sehen darf, was einfach unnötig ist. Und das ist, dass ihr einfach den Absprung in die Beziehung verpasst. Ihr seid quasi wie auf einem Zug, der eigentlich in Richtung Beziehung fährt. Ihr müsst nur irgendwann aussteigen, damit ihr auch an der Haltestelle Beziehung aussteigt und diese Beziehung miteinander erlebt. Aber wenn du diese Ausfahrt verpasst, dann fährt der Zug einfach weiter und sie wird auf einem anderen Zug sein, du auf einem anderen Zug, die Waggons trennen sich und ihr geht getrennte Wege. Ihr müsst gemeinsam an einem Ort aussteigen und dieser Ort ist der Ort, an dem ihr euch näher kommt. Physisch und emotional. Das heißt, indem du zum Beispiel ihre Hand hältst, auf einem Date, indem du sie küsst, sehr wichtig. Das vergessen so viele. Die denken sich, warum klappt es einfach nicht mit der Frau? Ich war jetzt schon auf 5 Dates mit ihr, aber irgendwie schaffe ich nicht, diese sexuelle Spannung herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Manchmal liegt es wirklich einfach nur an dieser kleinen Überwindung der physischen Barriere, ihre Hand zu halten. Einfach mal ihre Hand zu nehmen und sie dann auch zu küssen. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn wir das nicht tun, dann denkt sie nämlich irgendwann, oh nein, er hatte ja doch kein Interesse an mir. Schon so oft erlebt, dass eine Frau dann enttäuscht war, weil er sich nicht getraut hat. Und da sie sich auch nicht getraut hat, haben beide sich nicht getraut und sind nicht zueinander gekommen. Ja, ich möchte jetzt nicht hören, dass irgendwie Frauen das auch mal machen sollten oder sowas, weil diese Themen habe ich schon oft genug besprochen. Frauen machen genug auf ihre Weise. In dieser Instanz, dieser eine physikalische Impuls, der wird nun mal bei uns in unserem Kulturkreis immer noch erwartet, dass der vom Mann kommt. Andere Impulse werden von der Frau erwartet, aber dieser wird vom Mann erwartet, dass er ihre Hand hält, dass er zum Kuss ansetzt. Und wenn du das nie machst, dann hast du diese Ausfahrt auf der physikalischen Ebene schon mal verpasst. Beim 5., 6. Date wird daraus, wenn dann, nur noch eine Freundschaft in den meisten Fällen. Es kann noch eine Rettung geben. Das ist möglich, allerdings müssen wir dann wirklich an der Ursache, warum ihr überhaupt immer noch miteinander so befreundet seid, arbeiten, denn das liegt dann meistens auch an einer emotionalen Abhängigkeit, wo wir die Ursache einfach finden müssen und dich dann aus dieser Abhängigkeit heraus hieven dürfen, damit du daran glaubst, dass du es auch verdient hast, mit nicht nur einer Frau zusammen zu sein, sondern dass du die Auswahl hast aus verschiedenen Frauen, um so die beste für dich passende Partnerin auch auszuwählen. Wenn du da nicht das Gefühl hast, die Freiheit zu haben, dann haben wir hier schon mal ein Riesenproblem. Ja? Denn einer Frau, nur einer Frau hinterher zu rennen, bedeutet, dass du von ihr abhängig bist. Grundsätzlich Frauen toll zu finden, schön zu finden, sie zu verehren, wie sie ihr dein Leben bereichern können, was für eine schöne weibliche Energie sie mit sich tragen, das ist sehr hilfreich, denn damit trägst du Mut, Unabhängigkeit und Liebe voran. Allerdings ist das tatsächlich etwas, was du dann vielen Frauen schenken darfst. Und nicht nur Frauen, auch Männern, auch Pärchen, einer alten Dame, einer jungen Dame, völlig egal. Wenn du diese Liebe für alle Frauen und die Weiblichkeit verspürst, dann werden dich auch alle Frauen zurücklieben. Dazu brauchst du aber diesen Mut. Und Mut erfordert nun mal Übung. So, kommen wir zurück zu dieser physikalischen Hürde, ihre Hand zu halten. Wenn du das diese Woche bei deinem Date, was du hattest, nicht geschafft hast und deswegen dieses Video schaust, dann gibt es vielleicht für dich noch eine Hoffnung. Aber dann müsst ihr euch treffen und du darfst es nächstes Mal nicht verpassen, sie auch mal zum Beispiel an die Hand zu nehmen. Ja, einfach mal zu spazieren und zu sagen, komm, gib mir mal deine Hand. Und dann lauf dir einfach mal händchenhaltend. Wenn sie deine Hand nicht halten möchte, dann lass los. Okay. Das kann verschiedene Sachen bedeuten. Kann auch bedeuten, dass sie öffentlich nicht wahrgenommen werden möchte als jemand, der einfach so mit irgendjemandem ins Bett steigt. Das kann auch sein. Ja, habe ich auch schon persönlich erlebt. Und dann habe ich gedacht, alles klar, ich bin ganz entspannt. Das war keine Abfuhr. Das musst du dir auch selber sagen. Das war keine Abfuhr. Der Moment hat einfach nicht gepasst. Und dann, siehe da, wir sind zusammen nach Hause gegangen und auf einmal haben wir zusammen geschlafen.
Aber öffentlich wollte sie das nicht und das ist auch okay. Ja? Es kann natürlich bedeuten, dass sie kein Interesse hat, aber es liegt an dir, diesen Impuls zu setzen, um es überhaupt herauszufinden. Ja? Viele glauben, dass die Frage, du, ich mag dich, magst du mich eigentlich auch? Oder ich muss dir meine Liebe gestehen, so und so fühle, habe ich Gefühle für dich, dass das diese Brücke schlagen würde zur Beziehung. Aber das ist nicht der Fall. Dieser Ausdruck deiner viel zu gewaltigen Gefühle für sie zu diesem jetzigen Zeitpunkt üben bei ihr einfach nur Druck aus. Was eine angenehme Form der Connection ist, ist zum Beispiel dieses Händchenhalten. Ganz süß, ganz romantisch, wie aus dem Bilderbuch. Das bringt euch nämlich physikalisch näher. Wenn sie dann deine Hand hält, dann kannst du zum Beispiel auch versuchen, das nächste Level dieser Zweisamkeit zu erreichen und nicht nur so Händchen zu halten, sondern so Händchen zu halten, ja, wie man als Pärchen tatsächlich rumgeht. Das ist die physische Ebene. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die emotionale Ebene, auf der Vertrauensseite. Viele Männer trauen sich nicht, bei Frauen zu den wirklich tiefgründigen Themen vorzudringen. Und hier haben wir auch wieder das Problem Nummer eins, und das ist die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit davor, dass du Angst hast, zu weit zu gehen. Dass du Angst hast, du könntest einen Fehler machen. Dass du Angst hast, dass du sie verlieren könntest, wenn du die falschen Fragen stellst. Dass diese Frage zu viel ist oder ihr nicht gefallen wird. Oder dass man das ja nicht macht. Aber diese Angst ist auch der Grund, warum ihr euch nicht auf so eine schnelle Art und Weise miteinander wohlfühlen könnt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber ich fühle mich total wohl bei ihr. Und hier dürfen wir wieder nicht den Fehler machen, das Ganze mit der Abhängigkeit zu verwechseln. Du fühlst dich vielleicht auch einfach nur deswegen so wohl, weil sie endlich eine Frau ist. Eigentlich reicht das schon als Grund, weil sie endlich eine Frau ist, die in deiner Nähe ist und die noch da ist. Und das ist toll und das freut dich natürlich. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl. Und dann fühlen wir uns logischerweise wohl. Aber wir fühlen uns nicht wohl wegen ihr, sondern wir fühlen uns wohl, weil endlich eine Frau uns mag. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Denn wenn wir so happy sind, dass eine Frau endlich uns mag, dann haben wir fundamental nicht verstanden, dass wir liebenswert sind. Und dass nicht endlich eine Frau uns mag, sondern dass wir super viele Situationen haben ziehen lassen, weil wir nicht daran geglaubt haben, dass wir liebenswert sind. Und da war eine andere Arbeitskollegin, eine andere Freundin, eine andere Frau, die dir vielleicht auf der Straße oder beim Bäcker hinterhergeschaut hat und gedacht hat, oh, der ist ja interessant. Und wir haben es nicht gesehen, weil wir Scheuklappen auf hatten, weil wir uns selber gesagt haben, ich bin nicht gut genug, das wird bei mir niemals funktionieren. Und dann ist endlich eine Frau, die dir Hoffnung macht. Und dann fühlst du dich auf einmal wohl bei ihr, klar. Aber das ist der Grund, dass du nicht bei ihr dich wohlfühlst, sondern dass du dich wohlfühlst, endlich von einem Menschen gemocht zu werden. Und das ist ein Grundproblem, das du dir selber einmal vor Augen führen darfst. Punkt Nummer eins. Du bist liebenswert. Viele Frauen haben Interesse an dir. Ja, und jetzt kommt vielleicht ein Gefühl in dir oder eine Reaktion. Das stimmt doch gar nicht, Andi. Doch, es stimmt. Viele Frauen haben Interesse an dir. Es waren mehr als eine in deinem Leben, die du wahrgenommen hast. Und es sind noch viel mehr, die du nicht wahrgenommen hast. Dann kommt vielleicht, ja gut, aber die mag ich nicht. Und schon wieder meldet sich diese Selbstsabotage, die dir sagen möchte, aber ich bin nicht wirklich gut genug. Da gibt es manche, die mögen mich, aber das zählt nicht, da ich sie nicht mag. Das heißt, um diese Liebe bei anderen für dich zu erwecken, musst du selber erstmal akzeptieren, dass du diese Liebe auch verdient hast. Und die hast du verdient. Auch bei den Frauen, bei denen du vielleicht gedacht hast, die passen nicht zu mir. Okay, vielleicht passen sie nicht zu dir. Vielleicht werdet ihr nur gute Freunde. Vielleicht habt ihr auch einen schönen One-Night-Stand. Vielleicht bist du nicht in einem One-Night-Stand interessiert. Vielleicht werdet ihr auch Freundschaft. Vielleicht habt ihr auch eine Freundschaft plus. Vielleicht habt ihr doch eine Romanze. Der Jan bei uns im Coaching in der Flirt Masterclass, der hat am Anfang auch gesagt, Andi, ich weiß nicht, ob ich mich auf diese eine Frau einlassen soll. Ich mag sie, aber sie ist nicht genau mein Typ und ich weiß nicht, ob das richtig passt. Deswegen lasse ich es lieber sein. Und das hat Coaching-Bedarf. Ja, wir haben viele Gespräche miteinander geführt, die dazu geführt haben, dass er ihr eine Chance gegeben hat. Dieser selbe Jan hat
Gerade vor einer halben Stunde habe ich seinen Post gesehen und mich super gefreut. Hat er erzählt, dass er mit einer Tantra-Lehrerin geschlafen hat und dort neue Levels der Ekstase erlebt hat mit ihr. Und das ist nicht die zweite oder dritte, sondern die vierte, fünfte oder sechste Frau, mit der er jetzt ein Abenteuer hatte, nachdem er mit dieser einen Frau zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren wieder die Chance gegeben hat auf Liebe. Weil er ihr eine Chance gegeben hat, dass sie ihn lieben darf. Also wortwörtlich, nicht einfach nur vom Gefühl her Liebe, sondern Liebe zu machen. Liebe ist nicht nur ein Nomen, auf das wir hoffen dürfen, dass irgendwann mal die Liebe uns in den Schoß fällt. Liebe machen wird, so schön gesagt, ja auch zum Geschlechtsverkehr genommen, weil es ein aktiver Prozess ist. Es ist ein Verb. Du musst selber Liebe machen können, Liebe machen wollen und auch Liebe erhalten wollen. Dir selber diese Erlaubnis zu geben und ihr auch diese Erlaubnis zu geben. Ich sage es immer wieder, was Verführung bedeutet, was die Definition von Verführung ist. Es ihr zu erlauben, sich bei dir frei zu entfalten. Diese Erlaubnis der Liebe können wir uns selber geben und können wir auch ihr geben. Der erste Schritt ist, dass du Liebe wieder fließen lässt. Denn Liebe ist nichts, was wovon wir denken, dass es nur bei der Richtigen kommen wird. Wenn die Richtige da ist, dann können wir wieder lieben. Nein, Liebe ist eine tägliche Entscheidung. Liebe ist nämlich kein Objekt, was hin und her geschoben wird. Liebe ist ein Kanal. Ein Kanal, der jederzeit offen sein darf. Der durchgespült werden darf. Jeden Tag, wenn du ein kleines Hündchen auf der Straße siehst und denkst, oh, wie süß, das ist Liebe, das ist gut. Halt ruhig den Besitzer an und sag, oh, der ist ja süß, darf ich ihn mal streicheln. Das ist Liebe. Da fließt Liebe durch diesen Kanal und es wird zu diesem Kanal. Es ist im Fluss. Und wenn es im Fluss ist, dann kommt es auch wieder zurück. Dann sind die Gänge durchgespült. Du kannst Liebe empfangen, du kannst Liebe geben. Verschließ dich nicht vor der Liebe an sich. Ich weiß, dass diese Herangehensweise völlig konträr ist zu dieser Philosophie der Alpha-Menschen, die sagen, du musst dich rar machen, du musst so tun, als wärst du jemand, der du nicht bist, du musst hart sein, männlich sein, dominant und so weiter und so fort. Diese Männer, die dieser Philosophie folgen, schaffen es nicht, Liebe zu erfahren. Ich weiß das, ich kenne diese Männer. Die haben entweder gebrochene Beziehungen, manchmal auch ein Kind aus dieser Beziehung, haben jetzt ganz viel Stress, wie sie mit dem Sorgerecht des Kindes umgehen sollen, oder sie schaffen es einfach nicht, eine Frau länger als ein paar Jahre bei sich zu behalten und eine glückliche Beziehung zu führen und haben immer wieder neue Beziehungen und beschweren sich dann über Frauen und sagen, ah, Frauen muss man so und so behandeln, sonst spuren sie nicht und lauter solche schwachsinnigen Aussagen, weil sie es nicht hinbekommen haben, ihr eigenes Ego einmal abzulegen, den Mut zu haben, wieder zu lieben, diese Kanäle spülen zu lassen, nach außen wie auch nach innen und dann auch einer Frau sagen zu können, ich habe mich in dich verliebt. Ich weiß, das ist nicht leicht. Ich habe es sehr oft gemacht, Frauen gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe und ich habe immer wieder einen auf den Deckel bekommen. Deswegen kann ich total verstehen, dass das nicht leicht ist. Aber was ich gelernt habe und was du lernen darfst, ist, dass dieses Liebesbekenntnis nicht der erste Schritt von Liebe sein sollte. Das Liebesbekenntnis, das kommt später, viel, viel später. 3, 4, 5, 6 Monate, nachdem ihr schon in einer Beziehung seid, da kannst du deine Liebe bekennen. Aber am Anfang, wenn ihr nicht mal in einer Beziehung seid, dann ist das Liebesbekenntnis ungefähr so, als würdest du jemanden, der gerade sich freut, ins Kino zu gehen und einen neuen Film zu schauen, du ihm sagst, ach, den habe ich schon gesehen, am Ende passiert das und das. Warum sagst du mir das? Jetzt ist die ganze Reise futsch. Jetzt macht es keinen Spaß mehr, mir den Film anzuschauen. Du hast mir den Film kaputt gemacht. Das ist das Liebesbekenntnis, wenn du es zu früh äußerst. Ich weiß, da ist etwas in uns und gerade wenn du lange Zeit auf diese eine Frau deine Aufmerksamkeit gelegt hast und dich vielleicht auch schon oft mit ihr getroffen hast und du denkst dir, Mann, ich habe mich so in sie verliebt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du hast so eine Erfahrung auch schon gemacht, bin ich mir sicher. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber vielleicht vor einem halben Jahr. Vielleicht mit dieser einen Arbeitskollegin oder der Frau, die du online kennengelernt hast. Die Lösung war nicht das Liebesbekenntnis. Die Lösung war kein klärendes Gespräch.
weil ich ja weiß, dass meine Pappenheimer das auch immer wieder möchten. Nein, die Lösung ist, dass du dich diesem Prozess der Verführung hingibst. Liebe zuzulassen heißt, dass du dir selber auch Liebe erstmal geben darfst. Du bist gut genug, geliebt zu werden. Und sie ist genauso gut genug, geliebt zu werden. Du kannst ihr das zeigen, indem du ihre Hand hältst und sie auf diese Reise, wie mit dem Film, den sie im Kino sehen möchte, sie auf diese Reise mitnimmst, mit jedem kleinen, süßen, romantischen Step entlang des Weges. Händchen halten, nach Hause bringen. Beim Nachhausebringen sagst du ihr, ich wünsche dir alles Gute für heute. Wir sehen uns, du verabschiedest dich. Ohne, dass du den Druck machst, mit nach oben zu gehen, sondern du hast schon Händchen gehalten. Ihr seid einen Schritt weiter gekommen. Perfekt. Vielleicht habt ihr euch auch geküsst. Super. Aber versuch nicht noch mehr rauszuholen, um irgendwie sie rumzukriegen oder sonst was, was so diese ganzen Alphas oder anderen Typen alle wollen. Das wird nicht mehr Vertrauen erschaffen. Ja. Was diese innige, tiefe Beziehung zwischen euch beiden, wo ihr auch ineinander passt, ja, wie zwei Zahnräder, die dann zueinander passen, ist, dass ihr euch kennenlernt. Und das ist der Teil dieser Reise, bei dem auch Stück für Stück eure Intimität zunimmt. Zunimmt, bis ihr irgendwann mal eins werdet. Wie man in der Bibel sagt, ein Fleisch werdet. Um mal ganz, ganz episch zu klingen. Auf dem Weg dahin ist aber wichtig, dass du dir und ihr die Chance gibst auf diese gemeinsame Reise. Nicht zu viel auf einmal, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, halte ihre Hand, küss sie. Stell ihr Fragen, die in die Tiefe gehen, wo du ihr auch zeigen kannst, dass du dir gar nicht so sicher bist, ob sie denn die Richtige für dich ist. Denn genau da machen sehr viele den Fehler und sagen, naja, wie vorhin erwähnt, sie ist die Einzige, die auf mich steht, ich darf es jetzt nicht verbocken. Und deswegen trauen sie sich nicht, wirklich in die Tiefe zu gehen, zu filtern, herauszufinden, ob sie eigentlich zu dir passt. Und sie nehmen alles einfach als gegeben an. Ein Ja und Amen. Sie sagt, sie ist ein Kleinstadtmädel und möchte niemals aus dem Dorf rausziehen. Und du hast eigentlich andere Pläne und möchtest auch mal die Welt sehen. Und sie sagt, nö, eigentlich nicht, ich will in Deutschland bleiben oder in Österreich bleiben. Ich will die Welt gar nicht sehen. Ich mag meinen Bauernhof. Zum Beispiel, nichts gegen, dass sie heimatlich verbunden ist. Vielleicht bist du das ja auch. Ja? Ich meine einfach nur, vielleicht will sie etwas, was du nicht willst. Vielleicht ist es ja auch andersrum. Vielleicht bist du heimatverbunden und sie sagt, ja, ich möchte nächstes Jahr nach New York und das Jahr darauf will ich nach Mailand. Vielleicht hat sie ja all diese Ziele und du nicht. Kannst du sie filtern? Kannst du sie auf den Prüfstand stellen? Ja, wir können sie verehren. Wir können toll finden, was wir toll an ihr finden. Wir können ihr sagen, dass wir sie klasse finden. Charmant, sexy, super attraktiv. Das können wir alles sagen. Wir können ihr sogar sagen, ich mag dich. Oder noch besser, wenn wir etwas sehen, was sie macht, das uns gefällt. Ich mag das. Weil es zeigt, dass wir grundsätzlich diese Eigenschaft in Frauen schätzen. Wir sind nicht verrückt nach dieser einen Person, ja, weil das würde bedeuten, dass wir Scheuklappen aufhaben und nicht mehr klar sehen können. Nein, wir sind verrückt nach Liebe. Nicht endlich Liebe zu bekommen, sondern lieben zu können. Liebe zu geben, Liebe zu bekommen, Liebe fließen zu lassen. Nicht nur zwischen Frauen und Männern, auch zwischen deinen Freunden, dass du deinem besten Kumpel zum Beispiel mal sagst, wofür du ihn schätzt. Oder deinen Eltern, mit denen du vielleicht ein eher wackeliges Verhältnis hast. Dankbarkeit auszusprechen für das, was sie gut getan haben. Oder einem Arbeitskollegen oder dem Chef mal ein Kompliment zu machen. Das ist keine Arschkriecherei. Wir haben so viele Ausreden dafür, nicht zu lieben. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das wäre Arschkriecherei beim Chef. Wir sind noch nicht auf dieser Ebene unter Kollegen. Für ein richtig schönes Kompliment. Bei der Frau, das könnte falsch ankommen. In der Beziehung, naja, ich möchte jetzt nicht zu viel von mir preisgeben, weil dann mache ich mich verletzlich und dann hat sie Kontrolle über mich. Männer, die in einer toxischen Beziehung waren, haben jetzt Angst, wieder zu lieben. Wir haben so viele Gründe, nicht zu lieben. Wie viele Gründe fallen dir ein, zu lieben? Einfach mal einem Pärchen, das du auf der Straße siehst, zu sagen, ihr zwei, ihr seht so verliebt miteinander aus. Das finde ich so klasse. Ich wünsche mir echt, dass ich eine Beziehung führen kann, wie ihr zwei sie habt. Wirklich klasse. Ich will euch nur ein Kompliment machen. Ihr seht wundervoll zusammen aus. Was glaubst du, was für ein Strahlen die haben werden? Was glaubst du, wie du dich danach fühlen wirst?
Wenn du in diese Geber-Mentalität, in diese gebende Energie reinkommst, dann läufst du mit so einem, so läufst du aus der Situation raus, richtig schön stolz, mit so einem puren, authentischen Lächeln der Freude. Und wenn dann eine Frau an der Kasse dich so erblickt, wie du so strahlst, weil du gerade jemandem ein Kompliment gemacht hast, dann hast du auch viel näheren Zugang dazu, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ihr deine Zuneigung zu zeigen. Das bedeutet nicht, dass du sagst, dass du sie liebst. Das kann auch einfach bedeuten, ich mag das, das war eine coole Antwort, komm. Hier, ich gebe dir mal mein Handy, tipp mal deine Nummer ein. Das ist auch schon Zuneigung. Und die dürfen wir zeigen, die darfst du zeigen. Es ist wichtig, dass du sie zeigst, dass du sie zeigst. Es ist auch wichtig, dass du Fehler machen darfst. Es ist okay, wenn du Fehler machst, denn Fehler machen dich zu einer liebenswerten Person. Jemand, der perfekt ist und niemals Fehler macht, der ist uns unheimlich. Aber jemand, der Fehler macht, der sich nicht zu schade ist, diese Fehler auch mal zuzugeben, ja, oder auch mal auf die Schnauze zu fallen und einer Frau die Hand reichen zu wollen, also zum Beispiel ihr Händchen halten zu wollen, und sie lehnt es ab, diesen Fehler dir zu trauen, zuzutrauen, das macht dich ja gerade liebenswert. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut, mein Lieber, ist nur 10 Sekunden länger zu sein als die anderen, während du ebenfalls Angst hast. Habe ich das gerade richtig gesagt? Ich war gerade irgendwie in einem Flow. Ich weiß nicht. Makako ist heute nicht da. Er kann mir gerade nicht Feedback geben. Sonst würde er jetzt irgendeinen witzigen Kommentar machen. Ich sage es nochmal. Mut bedeutet, 10 Sekunden länger zu sein als die anderen, während du... keine Ahnung. Ich bin gerade in irgendeinem Flow. Weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Schreib mir mal in die Kommentare. Habe ich mich gerade verhaspelt? Ich weiß es selber nicht. Okay. Ihr habt es, glaube ich, verstanden. Mut bedeutet, dass du dir selber eingestehen darfst, dass du liebenswert bist. Und das ist manchmal das Schwierigste von allen. Ich möchte dir sehr gerne jeden Tag sagen, dass du liebenswert bist. Aber wenn du nicht bei uns im Coaching bist, dann musst du das selber machen. Also mach das, fang heute an. Mach das Video gleich aus und sag dir selber, was für ein toller Mensch du eigentlich bist. Und dann teil diese Liebe und sag deinem besten Freund oder Freundin, wie toll sie eigentlich sind. Komm in das Gefühl der Liebe, lass Liebe zu und dann wird dir auch mehr Liebe widerfahren. Geh auf www.interessewecken.de, wenn du den letzten Schliff haben möchtest, wie du auch bei dieser einen Frau, die du magst, das Gespräch so souverän führen kannst, weil du weißt, was du sagen musst und du nicht nervös sein brauchst, weil du in jeder Situation weißt, wie du das nächste Level einleiten kannst. Bei den Flirt-Spezialisten, da wirst du diesen Leitfaden in jeder Situation bekommen. Und dann weißt du auch ganz genau, wie du mit dieser Frau auf dein Date und dann auch ins Schlafzimmer kommst und mit ihr gemeinsam ein Abenteuer erlebst, was sich gut anfühlt, worauf du stolz sein kannst. Hier findest du das Erklärvideo, geh auf www.interessewecken.de. Selbst für Studenten, 39 Euro im Monat, das günstigste Coaching, was du irgendwo finden kannst. Also schau dir hier direkt das Erklärvideo an. Ich freue mich auf dich.